Hallo und herzlich willkommen zurück, meine Damen und Herren, zum Weltkriegssimulator Civilization 6, gespielt von LPG Just Johnny. Ihr erinnert euch, militärischer Notfall, die hassen uns alle, wir haben Krieg mit der Mongolei, wir haben Krieg mit dem Deutschen Reich. Kurz nachdem wir Russland endlich in die Knie gezwungen haben, nach 1000 Millionen Jahren des ewigen Krieges. Unser Ziel ist gerade, alle unsere Truppen irgendwie bestmöglich dahin zu kriegen, wo wir sie brauchen. Und dabei im Best Case nicht komplett die Hoffnung zu verlieren. Weil es ehrlicherweise natürlich schon eine etwas schwierige Ausgangslage ist. Währenddessen siedeln wir hier trotzdem noch in der Gegend rum. Weil man hat ja sonst nichts zu tun. Das wird schon gut gehen, sagt man sich ja immer. So. Ah ja, scheiße, der ist nicht auf befreundetem Gebiet geendet. Was bist du für ein General? Renaissance und Industriezweiter. Du bist also ein wichtiger General. Ein sehr wichtiger. Wir können gerade mal schauen, weil wir sind ja in ein dunkles Zeitalter gerutscht. Das auch noch. Kampferfang für alle Einheiten, aber 2 Gold für jede Kampfunit, um sie zu erhalten. Boah, das ist viel zu teuer. Raubritter, 50% Gold in Städten mit deiner Börse, 25% Produktion in Städten mit deiner Fabrik. Annehmlichkeit in allen Städten runter. Schwierig. Marineräuber, heimische Wege. Kein Kauf und Ausbildung von Siedlern und kein Besiedeln neuer Städte. Das ist alles nicht so cool, ne? Das brauchen wir, das brauchen wir, das brauchen wir nicht, weil wir genug Salpeter haben. Das heißt, wir können uns einen neuen gönnen. Stadtverteidigungsstärke, Stadtfernkampfstärke, das ist vielleicht gar nicht schlecht. Oh, das ist wichtig. Und dann brauchen wir hier noch irgendwas Cooleres, ne? Alle Handelswege, mehr Gold. Oh yes. Okay, und schwuppdiwupp sind wir auch nicht mehr im Minus. Wir müssen jetzt einfach Step by Step die Units sinnvoll bewegen. Was gibst du? Mitte und Alter und Renaissance, auch nicht so bad. Die combinen sich. Der chillt eine Runde da. Der rackt dann nämlich ganz gut, denke ich. Der soll da glücklich werden. Du gehst einmal dahin und rackst. Boah, und den brauche ich wahrscheinlich sogar hier bei den Barbaren, ne? Was kannst du? Oh, der kann mir eine Barbareneinheit geben. Nimm halt in der Klassik und Renaissance ist ja eh whatever. Dann brauche ich den vielleicht gar nicht. Sondern den geht er alleine dahin. Wird mein großer General von denen angegriffen? Muss ich den beschützen? Ach, das wird schon. So, hier könnte ich schon einen Korps bilden, das würde ich aber nicht, weil das ist tatsächlich nur ein Dreier. Der rennt darüber. Dann haben wir hier diesen Speer. Der sich ein bisschen verstecken soll. Da müssen wir mal gucken, ob wir noch eine Regierungsform finden, die uns hilft, ne? Nationalismus war super wichtig. Aber ich glaube nicht. Die können den nur in die nächste Stadt schicken. Das wäre auch nervig, ne? Urbanisierung ist nicht so bad. Aber vielleicht entwickelt sich auch noch ein Kampf um die Stadtstaaten. Dann sollte ich eher da oben lang gehen. Weil dann kriege ich hier insgesamt 4. Das wäre schon strong. Ansonsten, wie weit wäre es denn bis Faschismus? Boah, schon ewig lang, ne? Okay.
Jerevan sollten wir auf jeden Fall immer zurückholen. Oh, Arkad ist im Krieg mit mir, ne? Na. Lästig. Okay, der verschwendet Zeit. Der verschwendet Zeit, das ist sehr gut. Jetzt würde ich ein bisschen sichereren Weg gehen. Danke. So, hier sollten wir zumindest mal mütterliche alte Mauern hochziehen. Oh, das macht ja mega viel Damage, Kappa. Könnten wir einen kurzen... kurz mal raus, aber das hilft uns tatsächlich auch gar nicht. Oh, nice. Der kommt relativ weit in der Runde. Stark. Ja, wir kommen jetzt richtig weit mit dieser Karte, die wir da haben. Soll man da rein und sich verschanzen? Ich komme in dem Zug zwar bis dahin, aber ich habe dann kein... Wobei, der hat 3 Bewegungen. Das würde doch gehen, oder? Komme ich hier hin und kann da noch was einsetzen? Der Stadtangriff hat so viel Stärke wie deine stärkste Fernkampfeinheit. Oh, scheiße. Ja, ich müsste 17 Runden aushalten, aber ich würde ja, ich bin ja immer up for war, ne? Fortbewegungskosten 1. Fortbewegungskosten 1. Ich liebe mein Leben. Jetzt hat der General mir da tatsächlich eine Linieninfanterie und einen Armbrustschützen gegeben. Das war sehr, sehr geil. Big Fan. Ach, warum deduzierst du mich denn? Wir können auch gute Freunde werden. Starker Schneesturm sollte nicht so ein Problem werden, aber man weiß ja nie. Nice, Mann, wie viel Gold mir das jetzt gibt, wenn ich da Handelswege mache. Großer Freund. Nice, das wird uns auch nochmal gut Gold geben. Es läuft sehr gut, Leute. So, die Zweier sind ehrlicherweise mit meine Schwächsten, was die Erfahrung angeht. Das heißt, die könnten wir sich bei Gelegenheit dann auch mit Vierern zusammenklopfen, wenn wir denn wollen. Wir müssen nur neue Vierer bauen. Und ich denke, das ist relativ bald auch vonnöten. Der könnte sich tatsächlich jetzt auch schon mal auf den Weg machen, ne? Wird ja auch nicht mehr so richtig gebraucht. Der läuft noch da drüben. Der siedet hier. Überlebt der da? Schon.
Schön. Du fokussierst dich mal auf Nahrung. Ich glaube, als erstes baut ihr tatsächlich einen Handwerker, witzigerweise. Ist tatsächlich auch ein Außenposten, den ich irgendwie halten sollte, ne? Aber der gibt mir hier, der Speer gibt mir hier guten Input. Oh, das ist aber ein Vulkanausbruch. Aber der Speer gibt mir da guten Input, weil ich dann sehe, ob da jemand rüberkommt oder nicht. Anscheinend ist die erforschte Fernkampfeinheit, sonst würde der Armbrustschütze zählen. Ja. Hast du recht. Aber ich meine, es ist ja fast dasselbe. Ich hätte jetzt auch gedacht. Jetzt besitzt du oder erforschte. Starke Dürre. Beschädigt Geländefelder 6. Wo war das? Kolonialismus. War das in Rom? Nee, hier. Ach du Scheiße. So, Renaissance Mauern hinterher. Ja, auch Renaissance Mauern? Eigentlich nicht, ne? Ich muss hier Musketiere pumpen. Hier auch. St. Petersburg kann sich zumindest mal eine normale Stadtmauer gönnen. So, die beiden trennen sich. Der geht sich hier holen, bis er fit ist. Der combinet sich und rennt mit dem bis da. Dann der. Tatsächlich gar nicht so einfach zu sagen. Der geht rein. Rennen die in einem Lager auch schneller? Wäre schon sehr enttäuscht, wenn nicht, ne? Austrian, bin an dem Lurk. Ich danke dir. Also nicht dafür, dass du im Lurk bist, sondern für den Teil davor. Aber trotzdem danke. So, du kannst zumindest auch mal chillen, bis es dir wieder gut geht. Es ist einfach noch Stammesdörfer, zwei Stück. Das ist schon cute. Meine Barbaren sind ready. Sind weiterhin von drei Stadtstaaten der Souverän. Wir können jetzt die Politikkarten ändern. Das kann nämlich wieder raus. Darüber würde ich noch Geld machen. Kein besiede neue Städte bedeutet einfach nur, dass meine Siedler nichts machen dürfen, ne? Weil das ist doch crazy. Heimische Wege bedeutet das Handelsrouten mit mir selbst oder jede Straße. Aber es ist wurscht, ist beides crazy gut, ne? Ist ein bisschen ärgerlich, weil ein Siedler gerade unterwegs ist. Das sollte ja meine ganze Produktion in fast allen Dörfern crazy steigern. Was deduzierst du mich denn? Ja, die sollten da mal ranken. Dann holen wir da noch die Stammesdörfer ab. Das sollte gar kein Stress sein.
Ab wann ist denn dieser Punkt gekommen, wo man diese Mauer nicht mehr bauen muss? Es gibt doch irgendwann einen Forschungspunkt, der besagt, jo, alle deine Städte haben eine Grundverteidigung von XY. Das wäre ja tatsächlich noch ziemlich wichtig, ne? Hat jetzt nicht mein Lager angegriffen. Is he really stupid? So, das ist eine Einser. Der Einser rennt nämlich jetzt darüber. Und dann bin die ein Korps. Und jetzt ist der Korps auch Stufe 4. Was crazy strong ist. Der Vierer läuft hier rüber. Und bildet mit denen Korps. Korps? Es heißt Korps, ne? So, du sollst mit Lugundum hier. Also mit Ravenia. Dachte, das wäre zur Zeit von Stahl und so. Kannst du natürlich auch einfach recht mit haben, ne? So, jetzt ist ein bisschen das Ärgerlichste, dass man Siedler hier tatsächlich gar nicht siedeln kann. Aber der Wille wäre da. Oh, was für eine schöne Stadtposition noch, ne? Muss eigentlich meinen Campus reparieren. Aber leider ist Kriegszeit. Da hat man dafür nicht so Zeit. Müsst ein Staudamm würde ich denn hier wegnehmen? Eine Aquilia, ne? Wait, habe ich hier kein Bad gebaut? War echt eine schöne Stadt. Kann man ein bisschen was mitmachen. Machen wir auch. Warum kommt tatsächlich mit Stahl? Krass. Die Lehre vom Gebrauch der Linieninfanterie. Finden wir ständig Details über die wundersame Anpassung von Tieren. So, das ist ja das Geile an den Vierern. Die können halt zweimal angreifen. Und lachen sich damit natürlich offiziell komplett kaputt. Über das, was der Rest da an den Mann bringt. Okay, aber Bombarden, ne? Wann die schießen können und wann nicht. Es bleibt ein Mysterium für mich. Weil meistens wollen sie nicht. Ich habe das Upgrade drin, das Nachlass bei Gold bei allen Einheiten Verbesserung. Und es ist trotzdem so teuer, das tut durchaus weh. Aber dann kostet es das eben. Jetzt habe ich hier noch zwei Zweier und einen Dreier. Da habe ich auch noch einen Zweier. Wald blockt Sichtfeld. Okay. Gewährt 250 Gold und zwei Gesandte. Ich liebe große Händler. That's free money. Nur ohne Bewegung und wie Bogenschützen auch nicht über Hügel und Wald hinweg. Mhm. Ich habe scheinbar einfach noch nicht genug mit Range Units gespielt. Ne? Ich bin nämlich immer noch jedes Mal überrascht und ihr habt eigentlich immer gute Antworten darauf. Auf meine Fragen. Eine Aufklärungseinheit. Plänker bekommen. Na gut, der Plänker soll mal da runtergehen und gucken, wo die Gegner sind. Ravenia. Soll ich ja auch noch mauern? Eigentlich nicht. Das heißt, wir können auch einen Händler bauen. So, und jetzt müssen wir Richtung Infanterie gehen. Nee, wir müssen eigentlich erst Öl nehmen, ne? Weil dafür brauchen wir ja anyway Öl.
Aber es ist eigentlich sehr unwahrscheinlich, dass wir kein Öl haben. Naturschutz dauert mir zu lange. Muss auch so ein bisschen Richtung Faschismus schauen. Dafür müssen wir Richtung Ideologie, ne? Machen wir Bauwesen. Ja, Urbanisierung ist eh gut. Wir haben jetzt 8 Gesandte ready. Das heißt, wir können Angriff auf einen, den ihrer Leute machen. Ich muss mal gerade mal gucken, was das Weltwunder bringt. Zeit aber wie ein historischer Moment der Fertigstellung dieses Wunders. Ah, das war die Idee, dass ich dann aus einem dunklen in ein heroisches Zeitalter komme. Kohle wäre sehr wichtig, auch deine Minen besser wären. Okay, finde ich einen guten Punkt, danke. Produktion durch Minen. Oh, oder? Ja. Boah. Nee. Wir überspringen Kohle. Also du hast natürlich trotzdem vollkommen recht, aber... There is a slight problem. Ja, gerade sieht es noch nicht so aus, als würden die mich stressen können. Was haben wir jetzt? 20% des Bevölkerungswachstums bei Loyalität pro Runde in Städten dieses Spielers. Boah, das ist mir wirklich relativ wumpe. Kann ich mir beides gut vorstellen. Die Produktion oder Kauf Militäreinheit mit der gewählten Währung kostet bis zum nächsten Kongress mehr. Ja, lass uns doch mal Militäreinheiten mit Produktion büllern. Es schaut aber ein normaler Stadtbezirk. Nur unter gewissen Umständen. So, habe ich noch einen Vierer? Der irgendwo am Chillen ist? Nee, ne? Bin sehr dankbar, dass er hier mit dem Krieger rumrennt, weil der einfach blockt. Das heißt, der Dreier hier ist der nächste, den ich upgrade, ne? Sehr gut. Wo ist mein Industriebezirk, wenn ich keinen Staudamm habe? Nicht dumm. Kultur. Lager. Neben dem Salpeter. Da. Das heißt, wenn ich hier meinen Staudamm hinsetze, würde der sogar noch profitieren, ne? Das wäre ganz schön cool. Ich kriege nur 2 Salpeter pro Runde, weil die irgendwo meine Salpeter-Vorkommen abgeschnitten haben, wäre mein Guess. Hier habe ich gerade 1 repariert. Boah, ist ja nervig.
Da habe ich einfach nichts drauf gebaut. Und da auch nicht. Ja, ich hoffe, dass es durch einen Vulkan zerstört wurde und nicht, dass ich so dumm war, aber ist tatsächlich beides möglich. Ist jetzt aber auch nicht so ein Desaster ist. Weil ich eigentlich das Problem ja recht schnell gefixt kriege. Aber trotzdem noch ein wichtiger Moment, um zu realisieren, dass mir so eine Scheiße nicht passieren darf. Und ich auch nicht ganz verstehe, warum es passiert ist. But it happened. Der will mich da weiter bekehren. Das ist aber nicht so schlimm eigentlich. Der Händler hier ist sofort ready, der geht sofort wieder nach oben, ne? Kostet ja basically nix. Oh the fuck. Ja, vielleicht habe ich mal eine Bombarde gerade geopfert. Na gut, da müssen wir jetzt vorrücken, leider. Weil die Bombarde können wir eigentlich uns gerade nicht leisten zu verlieren. Wait, ich kann das zu einer Feldkanone machen? Wie witzig. Das wusste ich nicht. Okay, es sind jetzt zumindest plus 4 durch Modernisierungen. Oh, die Upgrades kosten ja gar kein Salpeter. Dann können wir die jetzt einmal komplett durchziehen. Auch damit wir ungefähr wissen, wie viel wir noch brauchen. Den habe ich scheinbar einfach vergessen. Ich spiele auf Kaiser. Als keine Blitz, dass deine Eisen im Osten noch dort, bis du die Stadt gebaut hast, so können deine Barbaren sich für deine Eisen spawnen. Oh, spannend, ja, danke. Tiergewehre, Verbesserung macht Straßen gerade. Aber es sind die gewundenen Okay. Warum kann ich hier keinen Staudamm bauen? Kein geeigneter Standort. Habe ich also irgendwann mal einen Fehler gemacht, I guess. That was me. Wait.
Ihr seid Vierer, ihr solltet doch wieder zurücklaufen können. Können sie scheinbar nicht. I didn't know. Okay, der bleibt da. Hier haben wir noch ein Zweier. Hoffentlich stirbt die Bombarde nicht. Du wurdest mir weggenommen. Das ist der Bad. Ja, der wird ab und zu aus Roma rausgenommen. Von so Spion oder so ein Scheiß. Wenn ihr das seht, schreit laut. Hi, warum Ex-EA-Fußballmanager? Naja, weil er von EA nicht mehr betrieben wird. Und ich eigentlich dann Schwachsinn finde, zu sagen EA-Manager. Wir haben eine große Persönlichkeit, einen großen Wissenschaftler. Muss sie auf einen fertiggestellten Campus befinden. Ah ja, da war was. Der Campus da ist ja kaputt. Na super. Wir für den Finish Blow? Ne, wir verlieren vielleicht einen unserer Vierer. Die Vierer sind unsere legendären Boys. Die können wir nicht abgeben. Oder zumindest nicht so simpel. Wir könnten in drei Runden die Karte mal ändern, dass wir da unten wieder siedeln können. Dafür verliere ich eigentlich auch nicht so wahnsinnig viel. Gut. Jetzt sind es da doch mal die Renaissance-Mauern. Was? Hä? How did that happen? Hä? Hat der da überhaupt irgendwas von mir gekillt oder ist der einfach spontan mal in seinen Tod gejumpt? Weil er sich dachte, boah, reicht jetzt auch zu leben. Das sah extrem weird aus. Fertiggestellten Campus. Hier ein Campus? Ja. Hier gibt es scheinbar keinen, oder was? Ja, fick. I didn't know. So, der macht die beiden Salpeter vorkommen. Machst du das? In drei Runden. Ja, das wird ja ganz entspannt. Das ist vielleicht aus deiner Sicht ein neuer Run. Weil wir gestern einen neuen angefangen haben. Ich habe tatsächlich den letzten nicht fertig gespielt. Wir werden mal da unterstützen. Ich glaube, das könnte uns noch auf die Füße fallen. Aber der Krieg mit Russland hat natürlich echt für gut ausgebildete Soldaten gesorgt. Hier habe ich sogar noch einen Vierer.
Ein Vierer muss natürlich sofort darunter. So geht's ja nun mal nicht. Ich denke, wir können jetzt hier wieder ein bisschen chillen. Oh. Der versucht uns wieder zu umrunden hier. Aber die KI ist ein bisschen überfordert mit der Gesamtsituation, ne? Man hat jetzt hier nicht den direkten Eindruck, dass die wissen, was sie tun. Nicht, dass ich immer wüsste, was ich tue, aber ich sehe zumindest gelegentlich mehr so aus als die. So, der Vierer hier. Der könnte sich mal in den Kampf schmeißen. Okay, Bruder, das ist doch ein fertiggestellter Campus. Habe ich Campus noch nicht erforscht? Das ist ein Forschungslabor. Ist der buggt? Oh mein Gott, das ist der Peter. Ich bin absolut stupid. Lass uns nicht drüber reden. Oh, ich hatte die Markierung drin und die hat mich off-guard gecatcht. My bad. Ein Upsi. So, bauen wir das Lager hier nach außen? Schon, ne? Um richtig schönen Stress anzufangen. Ja, der soll noch eine Runde chillen, das ist fein für mich. Armer Speer, Alter. Der ist da einfach komplett doomed. Der weiß nicht weiter. Handelszentrum von mir aus auch, ne? Aber eigentlich müssen wir hier erstmal ein Industriegebiet hingeben, damit da in der Stadt auch mal was baubar ist auf Dauer. Plus 5, ja, das schmeckt doch. Tula wird auch eine Megastadt. Industrielle Revolution und das Wachstum. So. Dann können wir hier jetzt wieder was Neues mit reinnehmen. Und ich glaube, das angenehmste wäre gerade Annehmlichkeit für 3 Spezialbezirke. Aber weil wir ja noch im Krieg sind, nehmen wir stattdessen das. Dann machen wir nämlich Plus. Was ja super ist. Wir haben unseren ersten Bombardekorps. Das wird hier komplett free. Und dann chillen wir. Achso. Warte mal, wir können hier mit dem raus. Dann kann der da chillen. Der Vierer ist nämlich wieder gerackt. Ja, und tatsächlich muss ich sagen, also das war jetzt eine Kriegserklärung und da ist auch ein bisschen was passiert, aber ehrlicherweise passiert da gar nichts, ne? Die sind ja komplett zahm, unsere Gegner.
Ja, gehen wir auch noch darüber. Waren echt mal irgendwie schnellere Wege, ne? Schon echt immer wieder nervig hier. Ich weiß nicht, ob da draußen gerade jemand Chowie oder Johnny gesagt hat. Komm. Wir gehen schön wieder in den Faschismus rein. Was muss ich für Anstrengungen übernehmen? Ich muss gar nichts. Die denkt, was sie mir hier sagen könnte. Die soll mal schön dankbar sein, dass ich den Krieg doch nicht gegen sie führe. Noch wohlgemerkt. Noch. So. Eisen können wir auch mal gerade mit erforschen. Aber das ist meine nächste Bombarde, ne? So, zwei Bombardenkorps. Öl in zwei Runden zumindest mal erforscht. Hier bauen wir die nächste Bombarde in zwei Runden. Dann muss der darüber. Wann kann ich Aufklärungsballons machen? Die werden auch jetzt mal langsam wichtig, ne? Jetzt haben wir 6 Salpeter pro Runde. Hier haben wir noch einen super Vierer-Spot-Dinger. Der kann von mir aus da chillen. Der chillt auch da. Ist der Zugang zu. Der siedelt da. Baut sich einen Handwerker. Der baut ein Monument. Ach, unwürdige Untertan, was? Warte mal, halt, stopp. Der greift Berlin an. Rom. Rom ist ja quasi Berlin. Halt, stopp. Rom wird nicht angegriffen. Also, da müssen wir mal so ein paar Grenzen jetzt aber hier schon abstecken. Nächste große Persönlichkeit, ein großer Ingenieur. Boah, 42 Produktion für den Bau vom Wunder. Würde ich skippen. Hab gerade eh nicht unbedingt ein Wunder vor. Hab keins im Kopf. Bis ich da eins hab, vergehen ja wieder Jahre. Tun uns mal Salz. Du baust uns hier eine Linieninfanterie. Was ist mit ihm? Er dachte sich einfach mal nach vorne joggen, ist garantiert eine gute Idee. Aber war es nicht, sag ich mal. Mal schöner. Wenn wir den nächsten Freak-Kill. Auch wenn es kein Kill war. Zählt. Das nächste Salpeter vorkommt, kommt in einer Runde. Dann können wir hier wieder einen Händler bauen. Da eine Weide. Die Moderne, meine Damen und Herren. Ich spiele auf Kaiser, ja. Lieder, Dichter, was auch immer.
Wir haben normales Zeitalter. Gewährt Zeitpunkt für jedes Industriezeitalter oder später errichtete Gebäude. Gewährt Zeitalter jedes Mal, wenn ihr einen nicht-barbarischen Korps im Kampf ausschaltet. Das klingt doch was. Zu den Waffen nämlich, ne? Ein Zeitpunkt von der Hinseite hat entfernt gewesen. Ich hab's mir schon fast gedacht, dass mich da nicht viel getrennt haben kann. Okay, der hat schon Armee. Armeen. Warum kann ich das nicht machen? Kann er nicht im selben Zug zu Wasser gehen und was bauen? Ach, geil. So, dann müssen wir hier nämlich hier mal nach Öl schauen. Ich weiß auch nicht, ich habe einfach Spaß an Civ. Es ist einfach ein schönes Spiel. Ich genieße es sehr. So wahnsinnig viel Öl gibt es aber nicht. Oh, wird dann ja schnellig. Nice. Geht da ganz oben noch. Aber das heißt ja auch, meine Gegner haben kaum Öl. Boah, ich glaube, ich würde tatsächlich lieber Archi, ne? Weil Öl im Wasser erst später erforscht wird. Hast du da recht? Ah. Ja, ich hätte wirklich keine Stadtmauer mehr bauen müssen, ne? Das hätte gar nicht mehr sein müssen. So, da bauen wir hier noch die letzten Linien Infanterien. Also tatsächlich macht mir das am meisten Sorgen, dass ich in Kultur scheinbar so weit behind bin. Wobei Mobilisierung gar nicht weit weg war. Ich habe nur nicht gemerkt, dass Mobilisierung wahrscheinlich das Wichtigste ist, was ich gerade nehmen kann. Well, that's my bad then. Müsste die Felder auch grundsätzlich mal besser machen, ne? Tatsächliche Mauern kann ich mir dann echt sparen. Die Idee ist jetzt, in ganz vielen Städten Handwerker auszubilden und dann gleich das Upgrade zu nehmen. Dass Handwerker, neu ausgebildete Handwerker mehr Bewegung haben. Ich verstehe nur Freundschaft oder verbrannte Erde. Uiuiui. Ja, das kostet schon ein bisschen. Der haut mal ab. Oh yes, baby! Yes! Nice! Das gibt einen fetten Zeitalterpunkt.
Aber wenn ich die ganze Zeit Seide noch gar nicht hatte und das die ganze Zeit nicht genommen habe, dann könnte es sein, dass ich mich gleich ein bisschen ärgere. Wo ist denn der andere? Ach, da kommt der Linieninfanterist. Geht der darüber? Der chillt da. Ja, das ist eigentlich alles gut. Die Felder sind halt einfach zu weak, ne? In Wikipedia steht, Liste besonderer Zahlen kommt 77 genau 32 Mal vor. Enttäuschend irgendwie. Aber du hast die mit Abstand besten Aussagen immer, wenn du subst. Oh, scheiße, das war viel zu teuer. 110, Alter. Okay, aber wir kacken Öl. Also wir haben wirklich sehr viel Öl. So, und jetzt ist halt die Frage, welchen Stadtstaat nehme ich hier noch weg? Oh, Magdeburg rebelliert? Sehr witzig. Wahrscheinlich am ehesten das, ne? Einfach weil der so wichtig für Ludwig ist. Aber tatsächlich wäre der hier unten gar nicht bad für mich. Was hat der? Nahkampf- und Kavallerie-Abwehreinheiten fügen den Stadtmauern den vollen Schaden zu. Oh, das hilft mir gar nicht so sehr, aber trotzdem. Bananen, Stein, Bernstein, Mais. Vielleicht habe ich sogar Bananen gar nicht. Ah, für 6 ist der Mia. Den nehmen wir mal kurz mit hier. So. Ich habe nur mit Abstand beste Channels gesubbt. Auch das kann sein. So, da oben das Öl. Gibt es nicht später? Oder war das nur in C5, wo es dann irgendwann auch so Upgrades gab? Also, dass man was meinte ich genau? Lass mich überlegen, was ich meinte. Dass man ohne eine Stadt da trotzdem die Luxusressource abbauen kann. Irgendwo muss hier noch ein Zweier sein. Da ist einer, ne? Jetzt haben wir auch wirklich genug Korps für die Welt, Mann. Dreier sollte den Lasted hier nehmen, ne? Vielleicht kriegt er noch ein Level-Up. Das schauen wir nicht. Nee, gibt's nicht. Na gut. Enttäuschend. So, ein bisschen was hat hier Damage, aber das ist okay. Die hat mir Öl beschafft, das ist super. Irgendwie dankbar, wenn das Spiel mir ein bisschen mehr anzeigt, wo ich was bauen soll. So. Klar sollte ich das mittlerweile auch selber wissen, aber wäre ja trotzdem ganz nett. Ansonsten bauen wir halt diese Bauernhof-Dreiecke aus. Du kannst aber Ressourcen vor deinen Stadtschatten abbauen. Die größte Armee meldet und sie steht an der Grenze und wartet. Ja. Die größte Armee der Welt ist nur so gut, wie sie geduldig ist. Komm, das war ein schöner Spruch. Dafür muss es ja wohl hier einen Boni geben. Oh, so ein Archäologen, keine Ahnung. Nie gemacht, aber der ist garantiert cool. Ich glaube tatsächlich, dass das an Armee reichen sollte. Wir warten tatsächlich einfach nur auf Arti. Und sobald die fertig ist, geht's rein. Es wird gesagt, wirklich lebt, wenn man die Massen auf dem Boulevard, sondern den von Rom und die größten Stadt der Welt erlebt hat. Ihr gewinnt. Ihr habt die Zielbelohnung verdient. Das Ziel hat Zweikampf beim Kampf auf eine Mitgliedseinheit in einem Stadtschlag. So, habe ich jetzt trotzdem noch Krieg mit denen? Ja. Da freue ich mich ja. Oh, die kriegt ein Level Up. Die soll trotzdem mal eine Runde noch chillen.
Ich mache jetzt einfach Bauernhof-Dreiecke, ne? Ich kenne ja nichts. Ups. Bisschen viel geklickt, aber ist fein. Bau mal eine Feldkanone, wenn deine Stadt Fernkampf hängt, von deiner besten gebauten Fernkampfeinheit ab. Das ist tatsächlich irgendwie ein sehr guter Punkt, ne? Der kam eben schon mal so über Umwege durch. Aber da konnte ich ihn auch irgendwie ein bisschen wegignorieren. Der Emson. That's some strong damage. Ja, es wird hier jetzt einfach die große... Oder es gibt hier überhaupt keinen Frieden schließen für dich. So, Start ist ready. Entsprechend, it's nearly time to go. Kriegen 12 Öl pro Runde. Nicht genug Gold in der Schatzkammer. Oh boy! Ja, da müssen wir jetzt vielleicht mal handeln, ne? Wer hasst uns denn am wenigsten? Guck mal, ich hab was, was du nicht hast. Und das ist Öl. Aha. Für 7 Öl. Für 8 Öl. Für 11 Öl gibt er 186. Da sagen wir ja nur super, super Day zu. So, und dann handeln wir einmal mit dem anderen. Hanne, wollen die auch nur, wenn die dich nicht denunziert haben? Ach, da. Warte mal ab. Das war ein sehr spannendes Angebot. Okay. Nee, 18. Nein. Okay. Die finanzieren mir kurz meine Upgrades. Und dann rennt die Artie gleich rein. Was passiert eigentlich, wenn Johnny in 5 Runden pleite ist? Ja, also pleite sein ist gar kein Zustand, der hier passieren wird. Unsere Truppen sind grundsätzlich... Boah. Grundsätzlich glücklich. Boah, ich hätte schon Bock auf Eisenbahn, ne? Ich hätte generell auf vieles hier Bock. Aber ich glaube, Infanterie und Bauernhof-Upgrades sind erstmal mit das Wichtigste. Und Handwerker-Spam. So blöd das auch ist. Ich glaube, es macht mega viel. Also gerade jetzt, wo wir die Phase haben, wo wir die geupgradet haben, sollten wir die auch gut nutzen. Schön Bauernhof-Spam.
Ach, ich liebe es, ne? Die Vierer sind einfach so befriedigend zu bauen. Okay, das ist tatsächlich was, was ich bis jetzt auch noch nicht wirklich gemacht hatte. Aber ich glaube, es ist einfach mega worth. Regierungen brauchen Feinde, um Menschen zusammenzubringen. Wenn sie oh, ich liebe es. Ich liebe es, Unterhaltungskosten sinken. Dann ziehen wir das jetzt so noch eine Runde durch. Okay. Kann der von hier nächste Runde dahin schießen? Schon, oder? Oder sollte ich besser hier hingehen? Ja? Na gut. Da wirkt jemand sehr sicher. Wenn da kein Hügel ist. Graslandhügel. Muss der auf mein Gebiet auskramen? Wahrscheinlich nicht, ne? Da ich noch nie so einen Typen gebaut habe. Ganz grundsätzlich sind wir hier zufrieden mit dem, was wir machen, ne? Hab ich das hier schon? Ja. Hier wird einfach alles verbessert jetzt. So, wir hätten jetzt auch die Möglichkeit, Armeen zu bauen, aber das ist jetzt ein bisschen zu weit weg. Wir wollen jetzt erstmal in den Faschismus rein. Man kennt's. Das sind ja die ganzen normalen Dinge, die wichtig sind. Und jetzt müssen wir natürlich unsere Truppen hier noch nach vorne ziehen. Weil die Vierer, die nicht fit sind, gerade noch eine Runde chillen dürfen. Die wollen wir nie verlieren. Ey, jetzt hör doch mal auf hier. Wie ist rumgenerve. So, und jetzt war das letzte Mal ein großes Thema immer wieder. Greifen wir das Lager an oder nicht? Und ich bin ehrlich, ich habe immer noch keine Ahnung. Ne, warte mal, ich will so ein Archäologie-Museum, ne? So, einen noch. Ich glaube, wir nehmen die Diplomaten und setzen die irgendwo rein. Wahrscheinlich da. Oh. Ja, ein Krieg zu sein ist natürlich ein bisschen ärgerlich jetzt. Den nehmen, ne? Wie viele habe ich denn noch übrig? 4.
Ja, ich glaube, das ist okay. Ui. Du und ich, wir fahren. Boah, die Art hier hat aber viel Schaden bekommen von von so einem Angriff. Boah, ich habe 3 volle Artis und es macht so gar keinen Damage. Sehr enttäuschend. Hätte ich warten sollen, bis der belagert ist? Macht meine Arti mehr Damage, wenn der Gegner als belagert gilt? Ich stehe ganz schön ahnungslos. Habe ich die Artis falsch befördert? Das wäre natürlich auch noch möglich, ja. Er kann trotzdem jetzt langsam angreifen. Nächste Runde. Oh, ich hatte gehört, auf einer antiken Staffel die Entdeckung scheint seit dem Mittag verkauft zu sein. Also hätte ich jetzt entweder das von der Mongolei nehmen können oder von Barbarenland. Was wäre der Vorteil davon gewesen? Schon angegriffen in der Runde, ja, ne? Ist erstmal egal, kannst du sagen, wenn du den passenden Ort hast, okay. Wie kommst du auf Frieden schließen, Bruder? So krass, wie man in späteren Zeitaltern grundsätzlich auch einfach wegrennen kann, ne? Der Doppelangriff, den habe ich fast vergessen. So, dann wollen wir mal gucken, wie sehr Corda uns hasst. Steigen plus 7,5. Ja, weil der Corda so in mich reingebaut hat, der kleine Dödel, ne? Hat er sich gedacht, oh, Corda, das hole ich mir. Aber ist ja easy. Wenn du Teilfakte aus dem gleichen Zeitalter von 3 unterschiedlichen Parteien, Ki, Barbaren, Staatschef von dir selbst, in einem Museum hast, dann bekommst du es einen Thema-Bonus, der die Kultur und Tourismus verdoppelt. Was? Ist aber schon Kopfschmerzen-Thema, ne? Aber ja, scheint dann, was Komplexität angeht, schon noch die ein oder andere Steigerung zu geben. Das Problem ist natürlich hier zum Teil auch, dass ich Dinge bewirtschafte oder verbessere, die, wo ich gar nicht genug Leute habe, um das zu nutzen, ne? Werden die großen Werke denn automatisch ausgestellt? Wahrscheinlich schon, ne?
Okay. Gut, die bringen mir einfach nur Kultur. Das heißt, ich muss einfach archäologische Museen bauen. Wait, ich hab doch was kaputt gemacht, for sure, Alter. Das ist doch garantiert von Jerevan. Ich wollte schon sagen, ja. So, jetzt müssen wir mal gucken. Hier ist so jetzt alles so plus 3, plus 3, plus 1. Jetzt kriegen wir das Upgrade. Viele von uns sorgen sich. Und jetzt ist es plus 4, plus 5, plus 4. Das ist ja fantastisch. Bin begeistert. Bro, you stupid or what? Are you a bit stupid or what? Scheiße, kein Platz für die Archie. Na gut. So, die chillen hier alle kurz. Sobald in der Ersmove auftreten sind. Ja, das ist ja schrecklich. Das heißt, irgendwann muss ich dann mit den. Habe ich noch so ein Mikro-Game mit den einzelnen Dingern, die ich ausgebuddelt habe. Ich sollte da gar keinen Steinpo mehr so bauen, sondern den Stein einfach abbauen, ne? Boah, hier unten ist ja alles verbuddelt. Ja, du Speer, das war auch eine ganz dumme Idee, wo du da lang gerannt bist. Können wir die Bohrinsel noch bauen, aber eigentlich würde ich gerne den Aufklärungsballon haben. Dann bauen wir doch nur die. Gehen wir nur bis zu den Panzern? Ah, die besseren Minen, ne? Ja, ich erinnere mich. Da wurde ich schon mal dran erinnert. Im schlimmsten Fall sogar von dir. Aber jetzt lernst du meine Lernresistenz ja erst so richtig zu schätzen. Okay, gucken wir mal ganz kurz auf die Weltrangliste, um zu gucken. Ja, der Kultursieg kommt, ne? Ah, wie krieg ich so einen Kultursieg geblockt? Eigentlich nicht, indem ich Krieg mit der Mongolei führe. Das war jemand anderes, okay. Warum rebelliert da nichts? Das ist eine sehr berechtigte Frage. Ja, ich gehe fest davon aus, dass so ein was ist das mit dir? Hör auf jetzt. Den ganzen Tag denunziert zu werden, ist schon nervig, ne? Also irgendwann so ein Spam von Handwerkern ist, glaube ich, einfach Gigawolf, ne? Weiß nicht, ob das. Also normalerweise müsste ich halt mehr schauen, okay, wo sind denn Gebiete, wo ich keine guten Felder habe und Felder schaffen will und so.
Müsste echt leider Platz machen, Bro. Du auch. Dann schießen wir gleich einmal das Lager ordentlich ab. Was ist denn dann unser Kriegsziel? Koriku. Vielleicht die erste Reihe hier. Aber das kostet mich halt alles sehr viel Zeit, ne? Ja, wenn ich die erste Reihe nehme, kann ich den auch komplett nehmen. Aber wenn ich die Mongolei nehme, kann ich irgendwie mit Korea mich verbinden? Ist halt auch die Frage, wie realistisch es ist, dass ich beispielsweise einen Herrschaftssieg noch forcen kann, bevor der einen Kultursieg hat. Ich meine, so groß sind die nicht, ne? Aber das Burgundische Reich hat eine Militärstärke von 20. Die besitzen also basically keine Unit mehr. Das ist das Artefakt von Julius Caesar. Beides? Du musst mir wer erklären. Oh! Ja, bitte! Du hast doch zwei Botschaften da machen, wenn du willst. Sie wollen den bestehenden Sucht. Ja, der muss sich leider regenerieren. Achso, es wurde in dein Reich ausgegraben. Aber auch nicht so richtig, ne? Kannst eh nur noch eins bauen. Ich dachte mir, ich baue da jetzt einfach noch Artis. Und das hier zusammenschweißen und dann habe ich so Armeen. Ach, ich hätte die Fernandes zwei weitere nehmen sollen. Dann hätten wir noch ein bisschen Gold uns erballern können. So. Ja, ich denke, ich baue da auch hier so ein Arti-Camp einfach. Kann der sich auch porten? Nee, ne? Gab es da mehr als ein Artefakt oder was? Boah, als Artefakte auskam, ist ja echt ein Ding für sich selbst. Macht einer schon wieder alles kaputt, ne? Läuft garantiert wieder so ein Spion rum. So ein Dreckiger. Der mir meine Salpeter vollkommen kaputt machen will. Oh, was ist hier passiert? Ah, die sind doch von mir. Wir sind doch cool miteinander. Was ist hier los?
Hey, hey, hey. Fuck mal bitte mein liebes Hongkong nicht ab. Das heißt, ich baue jetzt überall Theaterplätze, wo es halbwegs sinnvoll ist. In der Hoffnung, dass ich einfach so viel Kultur mache, dass der nicht mehr so viel hat, oder was? Scheint mir irgendwie sehr süß vermessen. Aber du mal den Staudamm. Schon mal baut den ja sonst keiner hier. Einfach die ganzen Bayerischen zerstören, dann gibt es keine Kultur mehr. Ja, das scheint mir auch der leichteste Weg. Kulturschock scheint mir jetzt irgendwie wichtig. Was auch immer das ist. Kultur dieses Typs echten. Kohle. Der Gewinnspieler hat 2 Siegpunkte. Wir können auch 2 verlieren machen. Ah, ich habe schon wieder vergessen, wer dafür führt. Ist ja wurscht. Welche Nation hat die größten kreativen Geister? Der EA-Fußballmanager-Teil kommt raus. Ölkraftwehr, Ludwig. Das haben wir angenommen. Ich löse einen Kulturschock aus. So, größte Persönlichkeitspunkte habe ich doch garantiert mittlerweile eine Menge. Okay, das heißt aber auch, dass ich, um den Kultursieg zu vermeiden, würde es reichen, wenn ich einfach spamme, ne? Also wenn ich Kultur spamme, bremse ich damit auch seinen Kultursieg direkt aus. Das sehe ich doch richtig. Ja doch, es ist doch, man verteidigt sich doch gegen Tourismus mit Kultur, no? Ja, der Ex-EA-Fußballmanager, der wird von so einer liebenvollen Community quasi jedes Jahr neu und doch wieder neu und dann wieder neu gepatcht, damit man den auch heutzutage immer noch cool spielen kann. Und das, da ist das Dienstag mal wieder fertig. Freue ich mich drauf. Man verteilt sich gegen Tourismus und mit eigenen Tourismus. Mit Inlandstourismus. Das wird aber kompliziert, Leute. Das Ende vom Lied ist. Kommt mal in den Säge weg. Holz. Wait, das ist ja ein Einzelner. Warum läuft denn hier ein Nicht-Chor rum? Ups. So, das Lager ist kaputt. Bin gespannt, ob sich das jetzt gelohnt hat. Wie viel Öl produziere ich? 12. Das heißt, ich kann den hier upgraden, ne? Nice. Machen wir. Ich hätte eigentlich auch gerne einen Militärkonvoi. Das heißt, nächste Runde greifen wir da an. Dann haben wir da noch ein bisschen Kultur oben drauf.
Und jetzt müssen wir auch tatsächlich irgendwann einmal Kohle erforschen. Wir haben große Persönlichkeit, großer Händler. Diesen Judge in euer Reich ein. What? What? Das gibt's? Ja, ja, auf die. Okay, okay, Leute, jetzt müssen wir uns aber kurz beruhigen. Wen wollen wir am ehesten? Ist das. Scheinbar darf ich das ja auch mit mir feindlich Gesinnten machen. Das heißt, wir könnten auch den übernehmen, ne? Weil ich kann ja Jerevan nehmen, aber Jerevan gehört ja mir. Also ich habe große Händler ja schon vorher geliebt, aber ich liebe sie jetzt noch ein bisschen mehr. Kannst du den dann auch halten? Ja, da wird es erstmal ein bisschen schwieriger, aber wo ein Wille ist, ne? Du musst souverän sein. Oh. Ja, dann nehmen wir ja Jerevan, weil mit Glauben können wir eh nicht so wahnsinnig viel anfangen. Ganz schön teuer für einen kleinen Boni, aber... Hatte ich jetzt schon leider einfach Bock drauf. Ui. Den hätte ich fast verloren, da weil ich ein bisschen dumm bin. So, meine Idee hier war einfach den Wald abzuböllern. Ja, dann nehmen wir Jerevan. Das müssen wir dann so akzeptieren. Warum kann der sich nicht bewegen? Okay, warum sah es so aus, als könnte er sich nicht bewegen? Siehst du die Felder nicht, weil er im feindlichen Lager steht? Na gut. Wenn das etwas ist, was ihr so akzeptieren könnt, dann kann ich das auch akzeptieren. Ah, no, der geht doch nicht jetzt belagert, ne? Muss da noch. Wegen dem scheiß Fluss hier. Hm. Ah, wäre so oder so gewesen. Hat tatsächlich gar nichts mit Fluss zu tun. Ja, wir haben vielleicht ein bisschen hier und da ein bisschen viel Nahrung produziert jetzt, ne? Aber ich sag mal, unsere Städte können echt groß werden. Oh, das Weltwunder wurde sofort fertig, als ich angefangen habe. Ja, Tourismus wird irgendwie verbessert. Das klingt erstmal sinnvoll, weil wir ja echt Probleme haben, was das angeht. Und da müssen wir hier leider noch mehr Truppen bauen. Katastrophaler Ausbruch. Na gut. Bin ich jetzt von Brüssel geflankt?
Wait, Bro. Ja, generell habe ich wenig Annehmlichkeit, aber ich habe das Gefühl, das liegt auch einfach immer daran, wenn ich viele, weil ich so viele Städte habe, ne? Wird es irgendwann halt einfach schwer. Und vielleicht rede ich mich damit auch einfach nur gekonnt raus. Ja. Ah, ich habe immer noch keinen Regierungsplatz gebaut, weil ich ein Dummkopf bin. Ich fasse es nicht. What it is, what it is. Ja. Ich denke, das passt alles so. Machen wir das nächste Artefakt. Oh, hier ist wieder. Cool, danke. Haben wir Artefakte? Kannst du hier so ein Boy ausbilden? Nee. Kann man immer nur einen Archäologen haben? Oder könnte ich in der Theorie mehr haben und ich habe einfach irgendwas anderes noch nicht gemacht? Die Runde nicht angegriffen? Doch. Doch, doch, haltet. Boah. Ich bin begeistert. Du kannst beliebig viele Archäologen haben, aber nur dort, wo ihr Gebäude gebaut hast, wo du ihr Gebäude gebaut hast. Nur mit Chatment Archäologen Museum. Okay. So, 5,2 minus. Ich verstehe. Das heißt, der Boy kann mal wieder rüber nach. Naja, diese Stadt, keine Ahnung, wie man die ausspricht. Und du reparierst erstmal das Monument. So, du bist wieder gesund. Du gehst bei mir auch als gesund. Du sowieso. Du auch. Kiati rennt hinterher. Der repariert sich meine Runde. So, das heißt, hier habe ich ein Archäologie-Museum gebaut, also kann ich auch einen Archäologen bauen. Aber ich könnte ja auch einen Regierungsplatz bauen. Wo ist denn hier mein Industriegebiet? Dass ich das immer noch nicht erkenne, ne? Da ist es. Industriegebiet. Das heißt, ich will den Regierungsplatz hierhin bauen. Da ist ein Staudamm.
Da ist ein Bad, da ist das Industriegebiet. Wo ist mein Campus? Da. Jetzt habe ich noch einen Theaterplatz. Den habe ich richtig schlecht gesetzt. Das heißt, der Regierungsplatz kommt einfach hier hin. Den hätte ich echt mal vor 1000 Jahren bauen sollen. Warum habe ich denn hier immer noch genug? Sollte ich nicht irgendwann mal keinen Platz mehr haben? Aber es scheint irgendwie alles okay zu sein. Na gut. So, da ist die Unibad fertig. Da habe ich irgendwie noch so Dinger von meinen Legionen. Da ist eine Artitrupp aufgebaut. Der weiß, was ist hier, wenn der den Platz ausgeht. Okay. Aber das sah jetzt gar nicht so aus, als würde mir der Platz ausgehen, ne? Das überrascht mich halt so ein bisschen. Weil hier müsste der Platz ja schon seit 1000 Jahren weg sein. Oder es wird hier keinen Frieden mehr geben. So. Die Leute können den Model T in jeder Farbe haben, solange sie schwarz ist. Wir haben die nächste große Persönlichkeit. Und zwar einen großen Schriftsteller und gleichzeitig einen großen Ingenieur. Und auch noch einen großen General. Gewährt eine Beförderungsstufe von 25% Einheiten und Erfahrung. Der Moderne und des Atomzeitalter, das ist super. So, der große General, der kommt erstmal nach da unten. Der große Schriftsteller macht uns ein paar Schriftsteller-Dinger da. Allerdings kann er immer nur eins pro Runde machen. Cool ist, nächste Runde erforscht. Der hat Schmerzen. Der hat weniger Schmerzen, dann greift der an. Der soll nämlich sich eigentlich mal erholen und fit werden. Okay, Gott sei Dank habe ich diesmal gerafft, was hier das Problem war. Nice. Wie hat der sich denn schon wieder da reingeschlichen? Der ist ja gar nicht... Der ist gar kein Korps, der soll da gar nicht sein. Oh, scheiße. Der wird viel Schaden kriegen. Na komm, upgraden wir ihn wenigstens. Dann fühlt er sich vielleicht nicht so von mir versetzt. Ich baue trotzdem mal ein Wohnviertel. Rom muss wachsen und gedeihen. Okay, aber was ist denn los mit denen? Also die laufen einfach mit 70 Artis in der Gegend rum. Hat hier auch irgendein Weltwunder für... Jo. Ich habe wirklich regenweit abgeholzt, bevor ich geguckt habe, ob es mir nicht was bringen könnte. Dann machen wir es hier, ne? Hier haben wir eh sehr viele. Na gut.
So, der Linieninfanterist steht da auch erstmal. Der kann sich da combine, I don't mind. Kriegen noch mehr Öl pro Runde. Die nächsten 200 Millionen Bauernhöfe. Da reißen wir alles ab an Dschungel. Ja, ich kann Regenfelder tauschen. Oh, die kann ich tauschen. Boah, ich glaube, die kann ich alle tauschen, ne? Ne, das kann ich nicht tauschen. Dann reiße ich die beiden hier noch ab. Das ist ja dann easy. Da fühle ich mich ja nicht mehr schlecht. So. Ich würde sagen, das war sehr zufriedenstellend insgesamt. Für eine Runde. Ich möchte die Art, die ich da baue, wird turbo zerstört werden. Aua. Hat auch recht viel Schaden bekommen. Ich denke, die Menschheit, der Übergang von Ideen zu Ideologien, zu Politik und Aktionen, vollzieht sich langsam. Aha. Okay, ja. Klingt erstmal alles ziemlich cool. Die Stadt da unten ist jetzt auch nice. Dank dem Wunder. Es war ein böses zweites Verklicken. Na gut. Nutzen wir die Gelegenheit und machen es wenigstens zum Korps. Die Beförderung ist dann weg. Aber die XP ist fast da. Also ist, denke ich, okay. Irgendwo da sind unsere Generäle, aber die machen schon ihren Job. Einer nach dem anderen. Der gibt mir noch einen Schriftsteller. Und dann haben wir tatsächlich als nächstes Ziel diesen Aufklärungsballon. Stufenbrunnenmodernisierung, ich weiß gar nicht, was das ist. Theater ist nur plus 1. Warum gibt es denn alles so wahnsinnig viel davon? Naja, wir beschweren uns nicht. Ja. Ist alles okay, ne? Wait. Wir haben Kohle jetzt, ne? Muss ich eigentlich jetzt gucken, wo Kohle ist. Oh. Doll. Direkt vor meinen Augen. Kohle. Hier noch Kohle. Nö, da geht's eigentlich alles fein. Tu
Tula kriegt auf jeden Fall noch ein Industrie-Ding. So, er freut mich, dass wir, er ist happy, dass wir so produktiv sind. Das macht mich natürlich auch happy, dass er happy ist. Okay. Ja, die Stadt zu behalten hier ist auch recht free, denke ich. Auch wenn es echt eine Scheißstadt ist, by the way. Aber es ist tatsächlich jetzt auch nett, dass wir Jerevana eingenommen haben, weil das natürlich auch nochmal viel mehr Druck sorgt. Der in der Runde safe wieder raus? Ich weiß es gar nicht. Aber Zeitalter punktemäßig ist das hier giga-free. Und jetzt kommt er noch bis ins Lager, ne? Also wenn die Stufe 4 Upgrade haben, dann wird es echt einfach nur noch illegal. Ist so stupid. So, sind die Handwerker jetzt eigentlich langsam mal dann mit der Welt? So, ich meine. Da jetzt echt viel mitgebaut. Die laufen immer noch hier alle rum. Naja. Bist ja nicht, dass du gerade jetzt den ganzen Zeitalterpunkt bekommst, obwohl du das Goldene schon hast. Das nächste ist noch schwerer zu erreichen. Gibt es da eine Korrelation? Also wenn ich quasi im letzten viele hatte, dann muss ich im nächsten noch mehr, oder was? Oder meinst du einfach nur, weil ich halt jetzt schon viele benutze? Wow, holy shit. Mosel. Hi. Produktion für Siedler. Eben eine feindliche Stadt gewährt. 5 Runden lang 20% Produktion in allen Städten. Boah, das ist ja krass. Je mehr Punkte hast, desto mehr brauchst du beim nächsten Mal. Hm. Ja, helle Maus. Ist nicht zu sehen. So, Industriegebiet steht hier, da muss noch die Fabrik rein. Und noch ein Gouverneurstitel hinterher. Ja, du Maus. Das hat dir noch nicht gereicht, ne? Ich gern noch mehr. Wenn ich richtig denke, skaliert das auch mit der Anzahl der Städte. Ui. Ja, wäre irgendwie auch fein, ne? Skaliert ja irgendwie alles mit der Anzahl der Städten. Der will mir einen Plattenpanzer und Romeo und Julian bieten. Während ich mit allen meinen Truppen vor seiner Haustür stehe und bereit bin, ihn rauszuholen.
Oh. Ach. Ey, die Missklicks heute, ne? Echt viele. So, der darf eine Runde chillen. Der auch. Ja, das ist echt ein bisschen die Frage, wo wir jetzt den Nachschub herkriegen, ne? Müssen wir mal raus, damit der da nicht alles machen darf. Dann gibt es jetzt hier überall noch so ein bisschen Pipapo. Da werden jetzt noch die ganzen Minen mitgenommen. Wie sieht es hier aus? Da würden uns 3 reichen, um es zu übernehmen. Wir haben allerdings nur 2. Das ist natürlich ein bisschen ärgerlich. Wir könnten ein bisschen Kultur cheaten, wenn wir so einen Stadtstaat uns nehmen würden, ne? Das wäre vielleicht gar nicht so bad. Übrigens hat ein Item mit Beförderung ready auch keine Erfahrung mehr. Ja. Das ist mir bewusst. Ich habe einen meiner Artis verloren. Bin so sauer. Ich mache um 5 Schluss, ne? Ha? Ja, ja, 5. Gerne. Mann, da jetzt eine Armee raus. Ja, ist jetzt tatsächlich ein Problem. Ich habe jetzt scheinbar gepennt. Und dadurch, dass ich gepennt habe, habe ich jetzt tatsächlich ein gewisses Problem, weil ich eine Arti verloren habe. Und ich befürchte, es war ein One-Shot, weil dann würde die nächste Arti auch gewone-shottet werden. Und das wäre ja gar nicht gut. Ja, müssen wir mal gucken. Ich habe halt hier nichts, was irgendwie sonst attraktiv aussieht, abzuschießen. Oh, scheiße. Jetzt habe ich da was, aber jetzt verliere ich den. Ich dachte, der hat da noch genug, um da zu plündern. Ja, wir haben einfach nicht genug gesunde Truppen irgendwann, ne? Das scheint ein tatsächliches Problem zu werden. Oh, yes, baby. Yes. Iridos, festlich zum Geburtstag zocken und Johnny zu sehen. Oh, herzlichen Glückwunsch. Ich hoffe, du hattest einen traumhaften Geburtstag bis hierhin. Und dass er noch viel besser weitergeht. So eine Scheiße, Alter. Okay, Atomzeitalter. Wenn du das Fliegen einmal erlebt hast, nur der Mob und die Elite. Und der Faschismus. Faschismus, Leute. Faschismus ist anwesend. Dadurch können wir jetzt noch 2 mehr mitnehmen.
Der Antike und der Klassik, das klingt gar nicht cool. Ja, wir nehmen mal das mit, weil ich nicht genau weiß, wie das funktioniert, aber vielleicht hilft uns das. Dann nehmen wir das mit. Dann nehmen wir das mit. Und darüber würden wir auch noch mal ein bisschen was kriegen, ne? Wir noch oligarchisches Vermächtnis mit rein. Aber noch mal ein bisschen mehr. Wir sind in einem goldenen Zeitalter. Das heißt, wir können uns jetzt für eine Widmung entscheiden. Schalte einen speziellen Kasus Bellify, der nach Deduzierung des Ziels weniger Kroll erzeugt. 15 Produktion für Militäreinheiten. Der Wissenschaftler des Campus speziell gewährt auch Produktion. Was? Okay, Leute, glaubt ihr, ich wünschte, ihr werdet hier erforschen, damit der kein Kultursieg kriegt? Oder darf ich das machen, weil es mehr Produktion gibt? Ich habe gar keine Nationalparks, ne? Wir haben gar keine Nationalparks. Ist so krass, dieser Xanadu, der macht echt keine Gefangenen, ne? Der ist wirklich einfach komplett drin. Das ist die Hauptstadt. Plus, ich habe das Lager nicht zerstört. Das heißt, ich kann jetzt auch da nochmal rüberschießen. Fantastisch. Ja, hatte ich zwischendurch tatsächlich ein bisschen Sorge, dass das gar nicht mehr klappt hier. Also, dass der Krieg da nicht so free ist, wie ich dachte. Aber er ist genauso free, wie gedacht. Mit hier und da der kleinen Ausnahme. Ich mache hier den ganzen Dschungel zu Brei, einfach um hier unten diese Stadt schneller auf Kurs zu kriegen. Jetzt könnte man überlegen, Axu zu zerstören. Ja. Aber ich kann Axu nicht einfach zerstören, ne? Also man kann Städte ja nicht einfach abgeben. Oder? Ich habe immer den Eindruck, dass das bewusst nicht geht. Oh. Mal hier. Gehen wir einmal rein. Den habe ich irgendwie übersehen. Ich habe den gar nicht übersehen. Ich habe den nur schon wieder aus den Augen verloren. So, was haben wir hier? Spinage? Nee, weiß nicht, was ist. Diplomatische Gunst, das haben wir bisher von Stadtkosten halb so viel Gold. Stadt-Stadt-Einheiten plus 4 Kampfstärke. Gewährtfähigkeit, Landeinheit mit Glauben zu. Nope, gar kein Bock. Oh, wir haben es nicht fertig bekommen, oder? Oh, man weiß es nicht. Ich weiß es nicht. So, da haben wir mehr Tourismus.
weiß nicht, regionale Bonus, ich weiß nicht, was es ist, aber ist es eine super special Fähigkeit, also wird sie ja wahrscheinlich super special sein. Und jetzt müssten wir hier irgendwo sehr bald so ein Ding machen, was uns... Boah, ich kann nicht mehr reden, ne? Sorry Leute, ich bin einfach dead. So ein Luftballon. Ah, Raketentechnik, warum denn nicht? Kann man Captain Strawboard vorher gleichzeitig aktiv haben? Boah, weiß das wer? Kann der wer helfen aus dem Chat? Ich würde sagen ja, aber... Weiß es auch nicht. Wasser und Luft. Die noch einen großen Werkplatz irgendwo? Nee, ne? Dann müssen wir da irgendwann bei Gelegenheit mal einen Toss machen. Du müsstest sie niederbrennen können, really? Also, gut möglich. Und dass ich es einfach nur nicht weiß, aber... Wäre für mich jetzt schon eine Überraschung. Ja, große Händlerpunkte wäre ganz nett. Aber hier kommt jetzt erstmal ein Aufklärungsballon. Ja, tatsächlich gehen wir unten echt die Truppen aus. Ich hätte das gar nicht unbedingt gedacht, dass es geht, aber... Es passiert. Cool, lol. Also da ist auf jeden Fall noch einiges im Magen. Man sieht auch, dass das Deutsche Reich durchaus hier auch kämpft. Was ist hier los? Das gehört der Mongolei, aber nicht mehr allzu bald. Nicht mehr allzu lange. Und Magdeburg hat auch immer noch viel Druck, ne? Vielleicht kann ich das Deutsche Reich tatsächlich einfach mit meiner Einwohnermasse in die Knie zwingen. Oh. Dass ich ja mit der angegriffen habe. Ich habe scheinbar mit der anderen angegriffen. Boah. Weil das Ding ist so... Also der Unit-Trupp ist so strong, dass ich damit fast eine Stadt brute-forcen kann. Den müssen wir mal kurz upgraden. Den auch. Den auch. Der darf jetzt hier so ein, zwei Runden Spaß haben. Und dann hört es auch wieder auf. Okay.
Ja, ich glaube auch nicht, dass es geht. Also Aksu ist schon eine doofe Stadt. Ich hätte hier einfach von Anfang an, hätten wir ein bisschen... Hätte ich ein bisschen drauf achten können. Ich glaube, ich hätte relativ schnell erkannt, dass das keine gute Stadt ist. Große Persönlichkeit. Muss auf einem Geländefeld einer nicht feindseligen fremden Macht sein, muss sich auf einem fertigen Campus befinden. Ah, das lässt sich ja einrichten. Mause, was ist los? Der will meine Aufmerksamkeit jetzt auf verdienen. Na, komm hier. Jetzt ist Zucchini. Barbecue. So, kurz den Hund outsourced. Aber mit Liebe. Ja, hier wird einfach abgeholzt. Ich kenne da gar nichts. So. Angegriffen haben wir. Wir haben alles irgendwie abgegradet. Ich glaube, hier wäre tatsächlich auch der Flugplatz-Moment, ne? Weil der Flugplatz schon bad ist. Komme ich hier weit genug rein? Nee, ne? Scheiße, ich habe hier nur Hügel. Ich weiß auch nicht, seitdem es meiner Zivilisation gut geht und wir die ganze Welt beherrschen, rebellieren auch keine Städte mehr gegen uns. Fast als hätte es einen direkten Zusammenhang. Nein. Ach komm. Jetzt halt doch mal die Schnauze hier. Es ist ja... Habe ich jetzt Krieg mit noch mehr? Okay, das kann ich mir also sparen. Mongolei und Reich der Kree tatsächlich das erste Mal. Boah, das ist aber gar nicht schön jetzt. Hab ich auch nicht so Lust drauf, ey. What? Hä? Warum konnte er sich nur so wenig bewegen? I'm a bit confused.
So, da rennt der darüber. Ja, T-Rex. Ja, true. Der verlangt nicht mehr alle 5 Sekunden Free. Das ist tatsächlich ganz angenehm. So, wer hat denn jetzt noch nicht Krieg mit mir? Korea, ne? Ich meine, ein Herrschaftssieg ist doch jeder Hauptstadt. Vielleicht ist das sogar irgendwo machbar. Da jetzt nicht so die direkte Hoffnung, aber... So, das Kohlewerk ist für die drei da, das ist ganz cool. Hm, das sind so schöne Felder. Aber es hilft ja alles nichts. Radio ist das. Halte dich immer ans. Aluminium haben wir jetzt auch noch ready. Der muss sich jetzt relativ lange ausruhen. Der schlechteste Aufklärungsballon der Welt, den ich da geschickt habe, aber hey. Direkt der Aufklärungsballon hier fährt da runter. Dann gönnt der sich hier die 10. Beförderung. Der gönnt sich die Stadt. Die Stadt behalten wir. Der geht darüber. Da stand doch, dass er angreifen kann. Das ist nicht. Der chillt eine Runde. Zeigt die Apfeltaschen irgendwas? Natürlich. Ich spiele heute Abend Prime League mit den Apfeltaschen. So, wir haben aber jetzt tatsächlich 17 Uhr. Und ich hatte am Anfang gesagt, ich mache bis 17 Uhr. Das hat auch einen guten Grund. Ich würde nur gerade noch kurz gucken, wo mein Industriezentrum ist hier. Da ist es, ne? Wo ist es hier? Hier? Nee. Da. Das heißt, es gibt kein gut gelegenes Industriezentrum, was irgendwie mit Kohlekraft alles macht, ne? Im Umkreis von 6 Geländefeldern. Lass uns auch kurz das machen. Sieht wer hier ein Industriezentrum, was gut gelegen ist? Ja, das normale Ziv-Syndrom wäre jetzt weiter zu zocken. Aber tatsächlich habe ich noch einen Abend mit Kimi. Und weil ich heute Abend Prime League spiele, wird das eh schon kürzer sein. Ich baue einfach hier einen neuen, ne? Wenn ich hier in Jerevan ein Industriezentrum baue, hierhin, dann verfolge ich damit die Städte. Also das läuft super, Koala, Kumea. Ich glaube, das ist wichtig. Und Rom kriegt einfach sein eigenes Kohlekraftwerk, ne? Und es ist zumindest
Ist auch für Rhetium gut. Wo ist das Industriegebiet hier? Ich sehe es einfach nicht. Industriegebiet, oh. Oh. Das heißt, ich könnte hier mit unten die ganzen. Wobei die beiden eh schon angeschlossen sind, ne? Wo ist dein Industriegebiet? Ich finde, also Industriegebiet ist wie Findet Water für mich, da. Das heißt, das kriegt ein. Könnt ihr hier irgendwo oben irgendwo, ne? Ja. Ja, das werde ich mir nicht merken können, ne? Okay, erinnert mich daran, dass wir die Fabriken klären müssen, wenn wir das nächste Mal spielen. Weil das ist, glaube ich, schon ziemlich, ziemlich wichtig. Ich glaube, das ist etwas, was ich leicht vergessen könnte. Oh, da hätte ich das Industriegebiet aber nie bauen dürfen. Hm. Kannst du in den Stadtdetails sehen? Okay. Okay. Ja, ich würde sagen, der es zeigte sich immer noch so ein bisschen ab, dass die unterschiedlichen Siege halt unterschiedlich, sehr unterschiedlich schwer sind, ne? Also, weil der Herrschaftssieg wird halt quasi immer dadurch abgefangen, dass halt Leute irgendwann sagen, yo, hier, you know what, lass mal einen militärischen Notfall machen. Das heißt, wenn du einmal in einem Krieg bist, bist du quasi immer in einem Krieg. Was sich irgendwie auch nie für mich lösen lässt. Was echt nervig ist, um ehrlich zu sein. Und ich wüsste auch nicht so richtig, wie ich es gelöst kriegen würde. Das heißt, irgendwer zieht dann immer die Kultur hoch und ich ziehe zu spät mit Kultur nach, weil ich quasi erst Wissenschaft mache. Und wenn ich jetzt versuche, in Kultur hinterher zu rennen, sieht man halt einfach, ne, der ist den Kultursieg halt brutal nah. Während ich meinem Herrschaftssieg relativ weit weg bin, weil ich ja die ganzen Hauptstädte einnehmen müsste. Hier in dem Fall wohl München. Was vielleicht sogar irgendwie machbar wäre, ne? Wenn man hier so einmal durchrennt. Aber da müsste man hier auch noch die Hauptstadt, da weiß ich nicht mehr, wie sie heißt. Aber das müsste man halt herausfinden. Vielleicht rennt man einfach irgendwann los und versucht verzweifelt nur die Hauptstädte einzunehmen und irgendwie zu halten. Mit sehr viel Diplomatie kannst du sowas verhindern. Na gut. Wir werden lernen. Leute, wir werden lernen. Wir spielen diesen Speicher dann trotzdem weiter. Komm mal, was wolle. Und wir können auch, wir haben ja noch so ein paar Kulturhebel, ne? Also hier hinten haben wir irgendwann mal jemanden gebaut, der Artefakte auskramen soll. Den habe ich aber scheinbar irgendwann mal abgebrochen. Psi. Ja. Aber da können wir nochmal gucken. Und wir könnten, hätten natürlich die Kultur statt Staaten früher auf unsere Seite ziehen können. Ich meine, so ist es okay. Wir rennen da schon ganz gut durch, aber ja. Schauen wir mal. Mongolei wird auf jeden Fall nächste Runde dann auf jeden Fall auch noch mitgenommen. Ne? Das sollte nicht allzu schwer sein, dass sie beispielsweise rebelliert auch. In 4 Runden ist das weg. Und dann, ja, denke ich, wird das. Ich müsste das in 4 Runden einnehmen, das werde ich wahrscheinlich nicht mal. Dann ist dann eher die Frage, ob der zu mir zieht oder zu dem. Und ich glaube, er zieht zu dem. Wir nehmen aber da zumindest noch Uhud mit ein. Dann haben wir nämlich hier auch nochmal ein Lager nach vorne. Und dann gucken wir weiter. Ist eine wunderschöne Runde. Erfolgreich Krieg geführt, würde ich sagen. Letztes Mal Russland, diesmal die Mongolei.
Und dann gucken wir mal weiter. Peace an YouTube.